Sottele, moin und herzlich willkommen, Lena, und zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die. Hier in der Outback Roadies Mod. Ich bin hier gespannt, was uns heute erwartet. Wir hatten ja hier jetzt schon ein bisschen aufgeräumt, da ist zwar noch nichts reinsortiert, weil ich mal wieder faul bin, ne, wir kennen ihn. Wird ja eigentlich noch was gebaut? Nein, dann können wir das Ding auch mal ausmachen. Obwohl, lassen wir es an, weil hier wird ja eingeschmolzen, ne, das läuft ja, dann passt das. So, wir wollen heute einfach noch ein bisschen leveln gehen und ein bisschen Rambazamba machen hier. Warum geht das nicht weiter? Schalten wir ein. Super, ganz toll. Aber bei uns ist ja alles voll. So, bisschen Rambazamba machen, weiter. Noch ein paar Levelchen, das wäre ganz gut. Und dann können wir uns schon wieder vorbereiten auf die nächste Horde, die da ja morgen kommt. Ne? Ist ja nicht mehr lang hier. So, das ist ja unsere Challenge, dass wir hier Horde hinter Horde hinter Horde haben. Bup, bup, bup. 27%. Jetzt nur die Frage, wo gehen wir hin? Wir fahren jetzt einfach mal hier durch die Gegend und gucken. Vielleicht können wir uns auch noch einen Auftrag bei Tanja holen. Ich glaube, das wäre erstrebenswert, uns beim Fleißbienchen noch einen Auftrag zu holen. Einfach damit wir mal weitermachen können hier. So, und uns nach Möglichkeit die ganzen Bombats und was weiß ich in Ruhe lassen. So, bin ich mal gespannt, wie der Speer hier jetzt so abgeht. Haha. Unser erster Eisenspeer, sehr gut. Wir sind schon Level 23, ey, das geht. If you are here to buy, I've got the best selection of medicine. Ja. I think I've got a job. This is dangerous genau. Work. Dangerous work, genau. Dangerous work, Danger Mouse work ist das. Sorry, but I've never heard of it. So sieht's aus. Stimpack? Was? Stimpack? Was für ein Stimpack? Wo müssen wir denn jetzt hin? Da, 240 Meter. Machen wir das doch mal. Bei dir geht das nicht mit dem Doppelklick, ne? Ach, ist das direkt hier? Na, geilo. Das ist ja super. Müssen wir nur wieder aufpassen. Wegen den Vögeln. Also ich persönlich finde die Vögel echt am schlimmsten. Weil du die kaum siehst. Ach, die Bude! So, das war mal ein Huhn. Lol, wir haben es einfach mitgeschoben. Okay, na dann. Hast du Glück gehabt, mein Kleiner. Hast du Glück gehabt. Dankeschön. Das hier. Mitnehmen, Honig und so. Jawohl, wir haben auch noch Glück. Wir haben auch noch Glück. Könnten wir eigentlich auch alle zerlegen, ne? Machen wir die doppelt, weil da kommt ja auch noch Benzin raus. Sollte ohne Probleme gehen. Wobei, viel Benzin kommt da nicht raus, muss ich sagen. Kommt hier was mehr raus? Ich hoffe doch. Ja. Ah, da kommt ein bisschen mehr raus. Machen wir den weg. Da, 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 da. Da hinten sind noch richtige Autos. Wir brauchen schon richtige Hasen, wenn wir richtige Autos haben hier. Sehr gut. Ah, guck mal da, wieder Lavendel. Ach nee, falsche Mod. Super. Super, super. So. Da, 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 da. Ist das schön. Ich hätte nur gerne ein bisschen mehr Benzin daraus. Aber genau deswegen habe ich mir diese Mod ausgesucht. Als Urlaubssause hier. Weil du halt direkt am Anfang das Auto kriegst, das ist mega gut. Da können wir schon richtig schön schnell hier rumwuseln und ein bisschen was machen. Ohne, dass du natürlich wieder tagelang zu Fuß hier rumeierst. Oh, wo kommt der denn her? Auf einmal ist der wieder da. Mit 126 Benzin. Na, das ist ja gut. Da freut man sich, oder? Haben wir Eisen drin. Kommt da wieder Benzin raus. Da kommt da wieder Benzin raus. Du musst stehen bleiben. So, also jetzt dann rein da. Drinnen alles säubern, das sollten wir hinkriegen. Wir kennen den Bunker ja, ne? Dankeschön, dankeschön. So, dann gehen wir mal den richtigen Weg hier. Gibt's was zu essen? Kürbis, ja nice. Ja moin, ne? Wer hat da was gesagt? Na kommen sie. Geh weg. Bleib liegen. Liegen bleiben.
Ach, den. Ich wollte gerade sagen, wir können die Zombies durchsuchen. Das wäre mir neu. Dass wir die Zombies durchsuchen können. So. Sehr schön. Oh, ein Topf. Aha. Ein Topf. Verschlossen. Hier nix. Schade. Wir nehmen den Stoff mit. Mhm. Können wir die auch mitnehmen hier? Klaro. Sehr gut. Weißt du, jetzt wo ich doppelten Loot eingestellt habe, ne, da fange ich an, hier alles einzusammeln. Das ist auch wieder clever. Oh, das sieht sehr schmerzhaft aus, Ernie. Tut mir leid. Tut mir leid. Dahinter ist die Tür, wo du hier direkt durchkommst, ne? So. Ey, Flossen weg. Liegen bleiben. Wehe nicht. Wehe nicht. Niemand drin. Die kannst du mir mal geben. Hier müsste eigentlich wer drin sein. Juhu. Na. Weg damit. Haben wir die Speere eigentlich auch hochgeskillt? Speermeisters 3 von 5. Das müssten wir noch ein bisschen höher machen. Todesstöße gewähren 30 Ausdauer. Das wäre schon gut. Aber ich glaube, wir waren erst hier dran, ne? Weil wir das auf Max kriegen wollten hier. Den High Octan. Da müssen wir hier noch ein bisschen was machen. Der kostet ja 3 Punkte. Deswegen hatten wir da das Problem, dass wir noch nicht fertig waren, ne? Ich bin der Buddel in der Hand hier, ey. Geh weg. Jetzt fängt er an, hier nachzuladen, ey. Hallo? Erst macht er nix. Dann fängt er an, nachzuladen. Immer rauf, runter. Denn ich richtig mit ihm. Eieiei. So, jetzt aber. Da ist wieder die Kacke hier drin, ne? Da bist du wieder dran hängen geblieben. Das war's. Den können wir mal auseinandernehmen hier. Da kriegst du ein paar Schraubenfedern und so. Das ist gut. Dankeschön. Ah, will ich da durch? Will ich da durch? Ich weiß ja nicht. Sinnvoll, okay. Ah. Ah, komm, ich weiß, ihr seid hier drin. Kiste. Weg damit. Fertig. So, wir können wieder zerlegen. So macht man das, ne? So macht man das in Entenhausen. Ohne Probleme. So. Sehr schön. Super. Oh ne, da nicht. Kannst du mir so geben? Hier irgendwas drin? Nein. Also. Klicki, klicki auf. Nee, können wir verkaufen dann. Sehr gut. Die so essen könnte man, lasse ich aber. Ich glaube, die können wir auch kochen. Noch eine, die wir mitnehmen können. Aufgeschissen, geht schneller. Steht hier irgendwas? Nein. So. Da ist noch was. Den können wir auch gerade leer machen. Hoffe zumindest, dass wir das können, ohne dass hier wieder irgendein Vieh kommt und uns auf den Sack geht. Sammelwerkzeug, Schraubenschlüssel Qualität 3. Auch gut. Na, komm mal da.
Ein Turnbeutel da drin. Thank you, steht überall drauf. Ja. Dank mir später. Nicht jetzt. Da, 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 da. Sehr schön. So, was hier drin? 4 Maiskolben, geil. Hallo? Niemand hier. Niemand hier. So. Und so einen kleinen Trailer hier ausbauen kann zur zur Base. Das wäre mal geil. Müssen wir mal gucken. Wäre auch mal eine Challenge, ne? Die kleinste Basis. Komm raus, Hund. War mir schon klar, dass du hier drin bist, als ich den Koffer da gesehen habe. Dankeschön. So, schnell zu Tanja. Quest abgeben. Dann geht's uns wieder gut. Können wir lernen. So. Stand der schon so schräg da oder hat ihn wieder irgendwer durch die Gegend geschoben? Fragen über Fragen hier. Rufen wir Galileo Mystery. Da, 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 da. Oh, das war doch schon mal eine schöne Quest. Gefällt mir. Haben wir gut was abgesahnt. Abgeräumt, abgesahnt. Ich bin auch schon bescheuert. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig, du. Ganz ruhig. Verkehr darum, da muss ich lang. So. Supidupi. 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 Tutti frutti oder ja, was, ne? Good job. I knew you could do it. Eindeutig Mollys. Können wir gebrauchen. Aufgaben. Beseitige Zombies. Immer gerne. Essen Gas ist auch immer gut. Verkaufen. Wir haben ein Auto. Können wir verkaufen. Was ist das hier? Chromsoda. Habe ich noch nie gesehen. Okay. Das behalten wir mal. Ja gut. Irgendwas mit Speeren hier? Nee, ne? Fortgeschrittener Blasebalg. Aber den können wir noch nicht. So, wie viel haben wir? 3. Das heißt, wir könnten hier wieder weitermachen, ne? Jo. Hat die vielleicht eine Zigarre? Das wäre mal interessant. Nein. Schade. Dann hätten wir uns die sparen können, die 3 Punkte. Aber sie will ja nicht. Dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. So, auf zum nächsten. Wupp, wupp. Der wäre dann da hinten. 400 Meters. Jetzt weiter nix ist. Immer gern. So, wo sind die Wombats und Co.? Wuhu! Tisch. Ah, hier, wo wir drin waren, ne? Genau, hier waren wir drin. Letzte Folge. Wo das Känguru hier rumgehüpft ist, ne? Dann gehen wir diesmal richtig rein. Gibt's hier irgendwie Benzin? Ich nehme das mal gerade mit. Kommt da auch noch Stahl raus. So, wenn wir dann umkommen, können wir da schön gucken, ob wieder Benzin drin ist. Wer bist du denn? Hallo? Wer bist du? Alter! Was macht der für einen Schaden? Wer ist das? Wer zum Teufel? Den kenne ich ja gar nicht. Wer ist das? Wenn ich mal fragen darf. Hier weg!
Hau ab! Lass mich in Ruhe! Hilfe! Oh nein, jetzt sind wir tot. Wer war das? Gefressen vom Unbekannten. Hä? Den kenne ich ja gar nicht. Mein Freund, schade für die Quest. Aber zurückgesetzt können wir wieder leer machen. Wer war das bitte? Kurios. Na toll. Es war wieder klar, ne? Der Sekunde. Frag mich nicht, wo der herkam. Ich meine, er ist jetzt wieder weg, ne? Aber trotzdem. Bin ich hier fest. Keine Ahnung, wer das war. Wir natürlich schön überladen, ne? Man kennt es. Perfekt. Hinten läuft noch einer rum, aber ich glaube, das ist ein normaler. Das ist. Ach, hier ist noch Zeugs drin, okay. Das ist ein Normalo. Räumen wir mal alles hier rein. Alles loswerden. Jetzt können wir ja eh wieder normal looten gehen. Weil wir halt eine umfahren müssten für noch eine Quest. Aber das will ich jetzt nicht. Bei Joe waren wir schon drin. Wo kam der her, ey? Wo kam der her? Der kam auf einmal hier angerannt. Keine Ahnung, wer das war. Ja, ja, komm runter. Komm, hopp, hopp. Fängst du schon wieder so an? So, bitteschön. Das war ja kurios. Schelle links, Schelle rechts vom großen Unbekannten. Dann kriegt man ihn endlich mal zu Gesicht. Ach was. Ein ganz normaler Mensch und ich heiße Ellen. So. Hallo. Kommt. Mal jetzt bei kleinen Piepen hier. Weg mit euch. Beide hinüber. Jo. Lass doch mal das Auto ganz hier. Krause, was fällt dir ein? So. Sehr gut. Oh, guck mal, Benzin. Perfekt. Taschenmotorrad können wir machen. So muss das sein. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? 16:33. Okay. Regnet's draußen oder was ist da los? Ist das wieder der komische Typ? Bitte nicht. Könnte sein, der haut da ganz schön rum. Nee, ist ein Normalo. Was los? Einer. Zwei. Unglaubliche. Die hat alles kaputt gehauen, ne? Ach, du grüne Neune. Hallo. Huhu. Hier. EP können wir mal gebrauchen. Sag mal, bist du weg? Aber ganz schnell. Die kommt auch noch da. Kommen wir denn da hin? Die steht auch wieder auf. Weg damit. Wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen. Na? Das machen wir natürlich gern, ne? Ist schon ordentlich, du, die Wanderhorne. Gefällt mir. Geh weg. Geh weg, der hängt am Auto fest.
Genau deswegen liebe ich das. EP! EP! Geh weg! Elke, fall um! Teppichluder! Das Schlüppermonster hier! Lauter Saschas! Das war natürlich wieder nice. Kann man gut gebrauchen. So, sind jetzt noch ein paar abgehauen? Ein Sechserspeer. Haha. Haha. Ich glaube, ein paar sind weitergelatscht da hinten hin, ne? Guck, die stehen da rum. Dann gehe ich erstmal einsammeln. Wobei, wir sind ja schon wieder voll hier. Ganz klein machen. Ganz klein machen. So. Benzin. Hier ist mit. Sehr schön. Hey, wie viel Benzin da drin ist, ey. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben mal wieder doppelten Loot hier. Hier sind immer dieselben beiden drin, ne? Kann das sein? Auch ein bisschen hier. Ups. Aha, ich musste draußen bleiben. Ich bin jetzt hier drin. So, Ruhe. Dankeschön. Die auf der Wiese da noch kaputt machen. Keine Ahnung, wer da was das war. Der Typ sah komisch aus. Aber der hat auf jeden Fall was drauf. Wie man gesehen hat. Der hat uns ja einfach nur aus dem Leben geblasen, ey. Das war schon komisch. So, lernen. Das brauche ich nicht. Lernen. Ja, erstmal so gerade. Klein machen, dann passt das. Speer, sehen wir mal was. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt würde ich guck, wie sie alle da auf der Kreuzung stehen. So. Ja, obwohl das nicht gut ist, weil wir brauchen das für die Horde morgen wieder. Oh, immer die Ausdauer, ey. Zack, hier, ich bin's, Mackie Messer. Komm, jetzt noch einen, dann haben wir's. Dankeschön. Wo kommt denn jetzt hier schon Ferrana her, ey? Bitte was? Und eine Spinne. Wo kommen die auf einmal alle her? Ich glaube, es hackt. 5000 EP für den Typen. Ja, nice. Sag ich nicht nein, ne? So, jetzt können wir Elke da hinten noch so abschießen. Die weg. Ja, die ist weg. Es wird interessant. Da kommen hier schon Ferale an. Ich glaube, es hackt. Auch noch Platz hier? Ah, nicht mehr viel.
430 Messing, ey. Das ist so übertrieben, wenn du das nie so gespielt hast, ey. Ich hab keinen Bock auf die scheiß Spinne. Darum geht's mir. So, wer ist hier? Aha. Niemand, oder? Doch, genau der. Komm, machen wir noch voll hier. Ja. Ein bisschen EP. Wäre nicht verkehrt. Ja, natürlich, Regen. Regen und Nebel, wir kennen es. Weil ich hätte gern das Level noch, das wäre gut. Da drin niemand. Dann hätten wir das. Dann hätten wir nämlich die EP-Dingens da voll. Das würde passen. Hallo? Den tragen wir natürlich. Nice. So. Hallo? Ah, da geht's runter. Ach, stimmt, hier hinten breche ich ja irgendwo ein, ne? Hallo? Geh weg. Erwisch dich auch nochmal. Da drin. Grüne Farbe. Ja, nice. Okay, hier bricht man nicht ein. Keine Ahnung warum. Man dann hier runterklettern kann. Frag mich nicht. Ach, wer ist da im Schrank? Wenn man hier einbricht. Na toll. Lass mich doch mal aus dem Wasser raus hier, ey. Was ist denn da los? So, wo. Alter, warum ist das wieder einfach nur schwarz? Kannst du mir das mal verraten? Oh, Ruhe. Wusste doch, man bricht hier irgendwo ein. Wie kommt man jetzt hier raus? Ich muss was sehen. Und wie sie sehen, sehen sie nichts, ne? Da, da geht's raus. War hier doch was. So, meine Güte, ey. Jetzt habe ich mir echt das Bein verstaucht dadurch. Dein Ernst? Das finde ich nicht lustig. Das ist gemein. Ja, komm. Nerv nicht. Hallo. Was? Lass mich hier raus. Komm. Bitte mitkommen. Das war fies. Komm. Alle gehen in die Garage, bitte. So machen wir das. Hier gibt es den Freischwimmer. Kommt keine Spinne oder so von hinten, ne? Nein. Da kommt der nächste. Dankeschön, da haben wir, was ich wollte. Waren das alle? Kann sein. Ah, haben wir noch Platz? Ein bisschen, ne? Ein bisschen. Tu mal rein. So, in grün sieht er ganz cool aus. Reparieren kann ich ihn nicht. Wahrscheinlich, weil kein Repair-Kit dabei, ne? Haben wir denn? 2027. Sag mal, habe ich euch nicht gerade alle hier gehabt? Und es geht wieder los. Rauf, runter, rauf, runter. Diese Hüpferei, die macht mich wahnsinnig. Da liegt der nächste. So. Mann. Der steht doch noch auf hier. Hallo. Ist jetzt mal gut? Robert hackt. Danke, danke, danke.
Aha. Aha. Nachgeladen. Jo. So, wer ist hier? Auf vorne und zu. Der Kaiser. Weg mit dir. Was hält der Typ aus, ey? So, das nehmen wir mal schnell mit und dann geht's ab nach Hause. Müssen uns ja eh um unser kaputtes Bein kümmern. Ist es Bein? Ist es Arm? Ich glaube, es ist Arm, ne? Ne, Bein müsste es sein. Weil sonst würde er nicht rummeckern. Von wegen... Oh. So, was ist das hier? Eliminate Headhunters. Nein. Ah, das sind bestimmt die Typen. Jetzt weiß ich, was es sind. Dann sind es Headhunter. Von gerade eben, ne? Kann das sein? Komm, lass mich runter. Ja, ja, ja. Nerv nicht. Wir müssen zum Auto und schnell nach Hause. Es wird Zeit. Ah, vorbei. Sehr gut. Auto da hinten. Gott sei Dank kannst du das Bein nicht brechen. Ah. Hab ich denn bei uns zu Hause hier das Home? Genau, mach mal hin da. Mach mal hinne. Das passt schon. Tanken können wir auch wieder. So, fix nach Hause. Das Zeug einräumen. Karre ist ja auch noch voll bis oben hin. Fällt mir gerade ein. Yeehaw! Boah, ist das schön. Gefällt mir. So. Super duper. Mir gefällt das Auto irgendwie. Ist cool. Zack, zack. Alles mitnehmen, was geht. Jawohl, leider nicht alles, aber passt schon. Krabbeln wir nach oben. So. Sehr gut. Zumachen. Die sind schon praktisch hier. Die sind echt praktisch. Die Silos. Wir müssen nur das hier irgendwie zumachen. So. Wie sieht's aus? Wo sind sie? Hier sind sie. Dann tauschen wir mal gerade. Dann kann ich den nämlich reparieren. Das ist sehr clever. So, hier mal alles rein. Da mal alles rein. Jawohl. Passt. Nicht so ganz, aber das heißt 22 Uhr. Ich lasse jetzt in Ruhe hier unser Bein auskurieren, tu ein bisschen die Kisten aufräumen. Du lässt einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Und in diesem Sinne, wie immer, danke für deine Zeit.